Das ist der Soundcheck, Soundcheck, Soundcheck. Das ist der Soundcheck. Bist du durch? Ja. Bist du durch, ja? Nee, ich bin noch nicht durch. Ich habe noch keinen Check. Hör immer noch nicht. Ich brauche immer noch beide Gesänge mehr. Das ist der Soundcheck. Ja, da, 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 da. Pünktlich zur 20-Jahr-Feier des FEJ kommt sogar die Sonne raus. Danke. Wir werden euch heute durch den Tag begleiten und mit euch ein bisschen Geburtstag feiern. 3000 junge Menschen haben das FEJ in den letzten 20 Jahren durchlaufen. Ich darf natürlich auch die Kooperationspartner und Einsatzstellen an der Stelle begrüßen, ohne die das FEJ ja überhaupt gar nicht ging. Also ich denke schon, dass sich im Laufe der vergangenen 20 Jahre das FEJ dahingehend verändert hat, dass es deutlich höhere Qualitätsstandards gibt, dass die jungen Menschen, die daran beteiligt sind, auch eine große Erwartungshaltung, also eine größere Erwartungshaltung auch an das FEJ haben, als sie vielleicht noch vor 20 Jahren hatten. Dass aber auch die Kolleginnen und Kollegen in der Zentralstelle hier im Rheinland als auch in Westfalen gut in der Lage sind, diesen gehobenen Ansprüchen dann auch Genüge zu tun. Die Arbeit mit einem FEJler, einer FEJlerin, ist erstmal spannend, weil die Leute grundsätzlich motiviert und interessiert sind. Und da ich Lehrer bin, finde ich das sehr, sehr spannend. In der Regel muss ich sagen, sind die FEJler überdurchschnittlich motiviert. Warum hast du dich denn für das FEJ entschieden? Ich bin gerne in der Natur. Ich war schon als kleines Kind war ich viel im Wald. Und ich bin in einer Einsatzstelle im WPZ Burgholz. Da sind wir eigentlich den ganzen Tag draußen und machen Geländepflege und sind halt auch ab und zu im Wald und fällen Bäume und machen Wegeränderaufschnitte und all sowas. FEJ heißt? Sich für sich und für andere einzusetzen. Viele neue Erfahrungen sammeln, in der Natur, Freunde finden auf jeden Fall in Seminaren und einfach viel Spaß haben. Ich war vor allem daran interessiert, was Pädagogisches zu machen, aber halt was mit Umwelt verbunden ist. Deswegen habe ich mich fürs FEJ entschieden und nicht fürs FSJ. Deswegen Umwelt gehört quasi zur Bildung für mich dazu. Neue Erfahrungen machen, ein bisschen mal in die Berufswelt zu schnuppern, einen Teil der Berufswelt in die grünen Berufe reinzuschauen und dann mal gucken. Viele neue Menschen kennenlernen, viel Spaß haben, an der Natur sein, neue Sachen erleben. Ja, also eigentlich ist es für mich eine Möglichkeit, mal in den Bauernberuf mal so reinzuschnuppern, sozusagen. Eine Möglichkeit, mal eine andere Weltrolle reinzuschlüpfen. Und warum FEJ? Warum sollte man das tun? Weil es ein totales Kontrastprogramm zum Schulalltag ist, weil man sich selbst entfalten kann, Erfahrungen sammelt und sich auch persönlich weiterentwickelt. Ich glaube, es gehört schlicht und ergreifend zum Aufwachsen dazu, dass man Zeit braucht, sich zu orientieren. Das FEJ bietet diese Zeit, nochmal ein Jahr sich zu orientieren, womöglich, nachdem man eben die Schule auch nach G8 hinter sich gebracht hat. Erfahrungsgemäß ist es ja so, dass Schulabschluss eine sehr einseitige Sicht auf die Dinge, die jungen Leute zu einer einseitigen Sicht auf die Dinge, nämlich auf den schulischen Alltag bringt. Und im Rahmen des Freiwilligen Ökologischen Jahres werden sie nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass es auch andere Perspektiven gibt, andere Verantwortlichkeiten und sie möglicherweise auch in die Lage versetzt, wenn sich mehr und deutlich enthusiastischer für andere einzusetzen und auch andere Aufgaben zu übernehmen. Wo der eine den anderen hält und stärkt, wo der eine von dem anderen auch etwas lernt, wo man sich gegenseitig unterstützt auf dem Weg, der vor einem liegt und eben auch dieses in der Gemeinschaft. Dass Teamgeist ganz, ganz wichtig ist. Also das haben wir eigentlich am meisten festgestellt, dass im Team alles leichter ist und alles besser funktioniert und dass es ganz, ganz wichtig ist. Ja. Mit Leuten zusammenarbeiten, die man überhaupt nicht kennt. Zum Beispiel er hier, den kannte ich jetzt bis gerade überhaupt nicht. Und also einfach ganz viele neue Eindrücke, die man dann irgendwie aufnimmt und gut verarbeiten kann. Was hat mir das FEJ gebracht? Sehr viel. Einmal total viele schöne Erfahrungen und Erinnerungen, wo ich immer noch viel von erzähle. Und auch ganz viel gelernt natürlich fachlich, zum Beispiel was Vogelkunde angeht, was Wasserproben nehmen und so weiter angeht. Und viele Orte auch gesehen, die ich glaube, wo ich sonst nie hingekommen wäre über die Seminare, wo manche Leute jetzt wirklich Urlaub machen, was ich dann so merke, dass ich da damals schon ganz umsonst quasi war. Und natürlich auch persönlich, dass ich einfach selbstständiger geworden bin und auch ganz viel Ermutigung bekommen habe, bei was zu wagen und sich was zu trauen. Und da danke ich besonders auch meiner Einsatzstelle.
aufzeichnen wollte. Procrastination. Procrastination. All over the nation. Over the nation. Procrastination. Procrastination. Will be our salvation. You have to do a lot of things, but you don't want to. But you can leave them as they are. So better be cool. Just don't worry about the consequences. Relax. Ich habe mich hierfür entschieden, weil das ist recht klein und in dem Falle kostenlos. Und ich habe mir gedacht, das könnte man vielleicht mitnehmen, wenn man feiern ist. Dann hat man nicht das Geld lose in der Hosentasche, sondern kann das dann nehmen. Wir haben eben eine kleine Bombe hier gepflanzt. Ich hoffe, dass es nachher ein bisschen grüner wird, also wenn das dann keimt. Warum ist Urban Gardening wichtig für FEJler? Was können die Freiwilligen aus dem Workshop mitnehmen? Ich glaube, das sind zwei Sachen. Das eine ist tatsächlich ein ökologisches Verständnis, ein Verständnis von Artenvielfalt, von Artenkenntnis, von auch Interaktionen, Insekten, Hummeln, Bienen mit verschiedenen Pflanzenarten. Gleichzeitig aber auch Gartenbauaspekte, das sind ja auch biologische Aspekte. Und was ich sehr, sehr wichtig finde, ist tatsächlich die Eigentätigkeit und auch die politische Auseinandersetzung mit meinem Leben vor Ort in der Stadt. Dass man auf Flächen, die eigentlich nicht so dazu vorgesehen sind, begrünt zu werden, einfach mal hingeht und sie dann trotzdem zu begrünen. Dieses Engagement im Kielwasser der Einsatzstellen, das ist das eine. Also das, wo die Einsatzstelle sich eh engagiert, dass ihr da mithelft, ist auch Engagement. Ja. Aber ich finde, von der Uridee ist besonders spannend zu überlegen, okay, worauf haben die FJler denn Lust, sich... Ne? Ja, also das hat immer noch Einfluss in meinem Leben. Und ich engagiere mich auch an der Uni in mehreren Vereinen und unterstütze Umweltvereine in der Region und so weiter. Also mich beschäftigt das immer noch, das Thema Umweltschutz. Das andere, was es den FEJlern bringt, ist auf jeden Fall nach dem Jahr einfach ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, glaube ich, und ein bisschen mehr Selbstorganisation. Wenn man jetzt zum Beispiel schon Schülergruppen geführt hat, dass man weiß, ja, sowas kann ich, auch wenn ich das vorher noch nie gemacht habe. Aber nach dem Jahr können das auf jeden Fall alle FEJler bei uns. Dass sie dann einfach da schon so ein bisschen lernen, sich zum einen selbst zu organisieren, aber zum anderen auch zum Beispiel schon Gruppen zu führen. Dass ich da auf jeden Fall viel selbstbewusster dran gehe, dass ich dann nicht mehr so viel Angst habe, sage ich mal, neue Leute kennenzulernen. Ich gehe auch viel anders in der Natur um, also ich habe viel andere Eindrücke als vor dem FEJ, was Tiere angeht, Vogelstimmen, Pflanzen, also da bin ich schon ganz, ganz bewusster geworden und habe auch einen ganz anderen Einblick dadurch, durch das FEJ. Für uns ist das FEJ ein Orientierungsjahr für die jungen Leute, die sich als Freiwillige engagieren. Das heißt, dass sie gucken nach der Schule, wo geht mein Weg hin, was ist mein Weg, den ich einschlagen will, was muss ich dazu eigentlich noch wissen und erfahren. Zum anderen ist es eben der Übergang von Schule, Beruf, der für viele ja nicht ganz so einfach ist. Man weiß eben noch nicht genau, was man tun soll, und mit unserem Angebot des FEJ in Zusammenarbeit mit den Einsatzstellen ist das eben eine Möglichkeit, da zu gucken, wo geht mein Weg in der Zukunft hin. Einfach eine Hilfe zur Entscheidung. Ja, jetzt im Nachhinein kann ich nur sagen, dass man es immer, also dass ich es immer wieder machen würde. Also ich habe auch durch meine FEJ-Stelle habe ich auch meinen Ausbildungsplatz gefunden, und das ist bei Rhein-Sieg-Erft, ich werde Forstwirt. Ich kann mir vorstellen, dass das FEJ, also als freiwilliges ökologisches Jahr, aber als soziales Jahr auch entsprechend weiterentwickelt wird und ausgebaut wird. Ich finde die damit verbundenen Ziele, gerade eben auch aus Blick der jungen Erwachsenen, einfach nur vorbildlich, und ich möchte das erhalten. Das schönste Erlebnis würde ich sagen, das erste Seminar. Da hat man die ganzen Leute kennengelernt, die Gruppe war echt super, und man hat da sofort Freundschaften geschlossen, und das war cool. Die Seminare haben am meisten Spaß gemacht, und
ja, wir sind ein echt super Team geworden, hat super viel Spaß gemacht. Wir haben auch echt viel gelernt, also über Umwelt, über Natur generell. Das war eigentlich das Beste. Also ich finde es eigentlich wie eine Klassenfahrt. Und deswegen, also Klassenfahrt, lehrreich, das muss man ja auch sagen, man lernt schon was. Und Spaß. Spaß, Chaos und ja, lehrreich auch. Viele Freiwillige, ehemalige Aktive, die jetzt auch einfach nur feiern. Und das Team feiert jetzt richtig gut mit, weil die haben jetzt den Stress auch ordentlich hinter sich.